Jürgen Drescher aus Deutschland. Ja, Jürgen Drescher ist auch eine legendäre Figur. Ist nämlich der erste Künstler, der ein Möbelstück und ein Partymöbelstück dazu noch ins Museum gestellt hat. 1981 als Student noch zusammen mit Reinhard Mucha. Beides legendäre Figuren der, sag jetzt mal, der Aufbruchskunst der 80er Jahre in Deutschland. Jürgen Drescher hat in den letzten Jahren sich auch sehr stark mit eben Alltagsgegenständen, mit Möbeln auseinandergesetzt und mit der Thematik des Wohnens, der Behausung im weitesten Sinne. Und deswegen habe ich ihn angefragt, ob es ihn interessieren würde, hier in Zürich was zum Thema Kunst und Stadt zu entwickeln, ne, was ja der Fokus von Art and the City ist. Und also dann, als wir dann hier zusammen durch die, sag jetzt mal, Straßen gegangen sind und uns mögliche Standorte angeguckt haben, hat er sich verschiedene Dinge überlegt und ist dann mit einem Projekt gekommen, was mich gleich von Anfang an fasziniert hat. Basierend auf einem Foto, was er mal auf einer Reise auf der Sinai-Halbinsel aufgenommen hat, wo man eine Beduinenunterkunft im weitesten Sinne sieht, eine Behausung, die aus Teppichen und Holzlatten erstellt worden ist und die sich so an eine Felswand duckt. Dieses Foto hat er quasi als Quelle benutzt, um dann aus in Aluminium gegossenen Teppichen sozusagen dieses Gebäude nachzubauen, ne? Und ist an der Bahnhofstraße in einem Innenhof zwischen dem Hotel Carlton und dem Starbucks Café und der UBS eben eine ähnliche, sag jetzt mal, mit Granit verkleidete Hausmauer anzulehnen, sodass dann plötzlich irgendwo auch die Unsicherheit entsteht, was ist das jetzt da? Ne? Also das sieht natürlich einerseits sehr edel aus, dieses Metall, das schimmert so ein bisschen, es ist auch so leicht lasierend angemalt. Wenn man näher geht, merkt man, hey, es sind Orientteppiche, so aus der Halbdistanz. Und wenn man ganz nah hingeht, stellt man dann fest, nee, es ist doch was anderes. Also es spielt auch ein bisschen mit dieser Wahrnehmungsverfremdung einerseits und andererseits aber auch natürlich mit der Fragestellung des Nomadischen. Es ist eine leichte Unterkunft, es ist etwas, was man sofort wieder aufbauen kann. Ne? Es spielt natürlich auch mit der, ja, für viele Leute, für viele Menschen eigentlich alltäglichen beruflichen Existenz des sich Bewegens in der Welt. Ne? Wir haben heute in der Stadt Zürich einen, glaube ich, wirklich sehr kosmopolitischen Arbeitskontext. Also wir haben sehr viele Menschen hier, die aus Weltstädten hier zu uns gekommen sind und die diese Stadt bereichern und sie sprachlich und kulturell bereichern. Und all das ist natürlich in dieser Arbeit auch mit eingeschrieben.